What's up everyone, mine is Haku and welcome y'all to a new Inazuma 11 Ghost Strikers video on my channel. This video is part of a German tournament, so once again I will be commentating it in German. I hope you still enjoy the video, and let's not waste any time and let's get straight into it. Was geht Leute, euer Haku wieder hier mit einem neuen Strikers Video. Inazuma 11 Deutsch Strikers Turnier. Ich glaube, das ist jetzt Nummer 8. Und unser erster Gegner in Runde 2 ist von den Toten auferstanden, Endo. Ihr seht schon, wir haben ein kleines Special-Team vorbereitet. Mit ein paar bestimmten Spielern. Nämlich Team Ogre Plus. Eine leicht abgewandelte Version von Team Ogre, dass man mit dem Competitive spielen kann. Bedeutet andere Formation. Cannon wurde hinzugefügt als Spieler. Und unter anderem sind etwas bessere Schlüsselspieler dabei. Jetzt mal Ball in die Mitte. Das Kallus geht mit einem Durchbrecher 2 jetzt durch Banyan. Ganz schön aufwendig, da erstmal durchzunavigieren. Durch das Meer an Verteidigern. Hoch hier hin. Lancer hittet jetzt 4 Leute, ist direkt wieder charged und kommt natürlich locker durch die Jungle durch. Mit gleicher Move Power, gleichem Stat und 2 Typenvorteilen. Aber ich bin ein Shitter und verkack's mit Cannon. BS. Ist okay. Wir holen uns den Ball direkt wieder. Nicht viel Zeit verschwenden. Eine alte Fußballweisheit besagt, je mehr du den Ball hast, desto weniger hat dein Gegner den Ball. Aber der Gegner kommt jetzt auch. Endo kommt stark mit einem Torb rein, der sehr offensiv platziert ist. Und Ishabot stark mitten im Deep Jungle auffällt. Der Ball geht raus auf Kane, der geuncharged ist. Genauso wie Tori jetzt. Das war ein langer Uncharge auf Cannon. Goldie ist da. Wir können ihr ausweichen und schlagen den Ball einfach lang vor auf Lancer. Dem campen wir jetzt einfach mal hier. Aber Goldie holt sich den Ball wieder. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie uns einfach so wegtackelt. Ansonsten hätte ich vermutlich lieber mit Lancer und Dribbling zünden sollen. Bisher gar nicht mal so eine gute Performance meinerseits. Aber immerhin kriegen wir weiter ein paar Techniken ran. Zwingen Goldie zum Dribbeln und lassen sie nicht direkt chainen. Denn wenn eine Chain durchgeht, wird es gefährlich. Ich sag's wie es ist. Meine Verteidigung ist so löchrig wie Schweizer Käse. Cannon stoppt Goldie ein drittes Mal, zwingt sie in ein drittes Dribbling, was das Ende des Miximaxes bedeuten sollte. Tut es in der Tat. Der Ball geht rüber auf Kane. Weicht Malice aus. Passt. Und der Ball geht etwas vor und zurück. Wir schießen jetzt einfach weit vor. Cannon misst. Aber Mishima ist da, um sich den Ball von Torb zu holen. Hat aber auch keine Dashes, weil er genauso ein Shitter ist. Deshalb müssen wir da jetzt irgendwie rauskommen. Malice ist da. Er hat Tachimuka. Nathan ist jetzt gecharged. Interesting. Ist okay. Wir schießen mit Stark. Unten im Death Rain. In der Hoffnung, dass er das nicht voll wegblockt. Nathan ist da, der geht durch. Da kommt Cannon. 212, er hat Tachimuka im Tor. Was bedeutet, er braucht 7 RNG, um den zu halten. Mit Marge in der Hand. Sehr interessant. Er kriegt 10, er hält ihn. Und ich glaube, ich muss tatsächlich jetzt mein No-Mesh-Game ein bisschen step-upen.
weil mit Cannon es schwer wird, gegen Darren Tore zu machen. Schießt jetzt früh mit Tsunami. Isha ist im Weg mit Volcano Card. Blockt ihn auf 115 runter, immerhin. Die Frage ist, wer ist da vorne? Niemand. Aber Bubo ist das... Nee, Gabo sollte das sein. Ist mit einem Ground Quake im Weg und holt sich erstmal den Ball. Dann geht der Ball rüber auf Kallus. Wieder mit einem Durchbrecher 2. Durch Goldie. Auch zu sehen, das ultra defensive Team von Endo hier. Aber wirklich, so viel Defensive sieht man sonst nur beim Militär der USA. Und da bietet sich eine Chance. Und Mishima nutzt die aus, zwingt Toko ins Own Goal. Und somit steht es nach 26 langen Minuten endlich 1:0. Aber Endo startet direkt einen Gegenangriff. Samford kommt rein mit einem Kotei Penguin 7. Unser mittlerer Verteidiger ist nicht da. Yukimura schon. Da ist ein Tor. Da kann Sagumil im Tor absolut nichts machen. 1:1. Okay, wie gehen wir das jetzt am besten an? Also wirklich bisher... not good. Was ich hier am zeigen bin. Lancer ist gecharged. Kriegt einen Uncharge. Goldie ist noch etwas weg vom Fenster. Über Mishima geht jetzt der Ball durch. Onizuka wird gehittet, weil wir mit dem Tain. Und ich nicht in seinem Kreis landen möchte. Lancer. Zieht nach außen. Können wir ihn rausbaiten? Ja! Aber Banyan fängt den Ball ab. Mishima holt ihn sich wieder. Aber es ist wieder keiner da, um hier den Inazuma-Ball zu vollenden. Wir nähern uns stark dem Ende der ersten Halbzeit. Und sein Tsunami kriegt noch einen Ball. Fidio ist nicht charged. Aber es mattert auch nicht. Weil jetzt Halbzeit ist. Wir haben auf jeden Fall mehr vom Spiel, aber das bringt im Endeffekt nichts, wenn wir es nicht auf den Platz bringen. Deshalb wird jetzt gewechselt. Dester kommt rein für Body Keys, Tiger kommt rein. Den Rest lasse ich draußen. Ich meine, ich will jetzt auch nicht zu tryhardig unterwegs sein. Ich will schon ein bisschen chillig zocken. Aber chillig zocken heißt nicht, dass man nicht auch gewinnt. Dann hier ein Tonus Candy und ich glaube, da hat sich das mit den Items auch erledigt. Badab und Cannon sehen bisher noch gut aus. Und ich glaube, das erste, was wir machen, wird aber nicht No Mash, sondern je nachdem, ob Esker Bamel auf Außen ready ist, ist er. Sakuma kommt mit der Hero Time. Jetzt will er gegentrainen. Ist Fidio ready? Ist die Frage. Oder hat er Yukimura auf die Seite geholt? Es ist Fidio, der aber nicht ready ist. Gegen den haben wir eh einen Typenvorteil, was ganz okay ist. Aber so wehrt Sagumil den Schuss relativ solide ab. Der Ball landet nicht bei Kishibe wie gewollt, sondern bei Onizuka, und Cannon muss sich jetzt den Ball holen durch den Tomero. Ich habe gechargte Verteidiger gesehen, vor denen habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Deshalb geht der Ball jetzt vor auf Kishibe.
Und wir scoren den Dashwood Break zum 2-1. Auch wenn da ein gutes bisschen von Kishibes Kampfgeist draufgegangen ist. Von seinem Charge eher gesagt. Immerhin das zweite Tor. Für das auch Zeit wurde. Und wir können hier direkt einen Pass abfangen. Er hat Goldie nicht ausgewechselt, sichtlich. Onizukas weit weg. Destra-Renn. Nein. Bin zu weit gerannt. Auch gar nicht gut. Was gut ist es? Oder auch nicht. Wir hätten den Ball bekommen. So ist es Goldie, die durch Destra durchgehen kann. Der hat kein Miximax mehr. Was bedeutet? Ich kann auch keine Chain starten. Der Ball geht vor auf Sakuma im offensiven Mittelfeld. Wir geben den Ball sicherheitshalber lieber an Kishibe. Und das 3-1. Okay. Konnten ein bisschen Abstand zwischen uns bringen. Und ich glaube, Cannon wird jetzt in diesem Spiel einfach zum Verteidiger umfunktioniert. Zum offensiven Verteidiger. Noch ein Akrobatenblock rein. Torp ist da, benutzt seinen Move. Das ist nice. Das gibt uns ein bisschen mehr Freiraum in der Spielgestaltung gleich für den nächsten Angriff. Auch wenn wir jetzt riskieren, von ihm eine Chain zu bekommen. Hab nichts gesagt. Da kommt der Torp Miximax. Der ist nervig. Mit Kishibe sollten wir entweder tight sein oder verlieren. Kleines Risiko. Tsunami chained. Durch die Mitte scheint es fast. Ja, es ist eh nur Fidio gecharged. Vor dem ich keine Angst habe. Gebo ist aber auch da. Und Erdstoß den runter. Sodass ein Electric Trap reicht und wir den Ball wirklich sicher fangen können, anstelle ihn einfach hoch wegzufausten. Es bleibt beim 3-1. Gebo macht einen guten Job bisher. Das Angebot nehme ich gerne an. Ich habe 2 Typenvorteile und 8 Body. Unmöglich, das zu verlieren. Und ich glaube, wir sehen jetzt zum ersten Mal im Spiel Kishibes Kampfgeist. Oder zumindest in diesem Spiel. Geht durch wie durch Butter. Da ist Lancer für den Kamui zum 4-1. Kishibe, wirklich ein Game Changer. Der hat das ganze Game verändert. Gegen die extreme Defensive von Endo hier. Jetzt kommt sogar Jenkins noch zum Ball. Mit einem Illusion Ball. Mit dem er indirekt perfekt für Butt-Up Setup oder halt auch nicht. Weil der Ring keinen Bock hat aufzugehen, aber ist okay. Stark holt sich den Ball zurück. Ball auf Lancer. Der wird schon wissen, was er damit anzufangen hat. Geht durch Zor. Knockt 2 Leute. Lance auf Cannon. 5-1. Jetzt wird's dann doch etwas deutlich. Obwohl das Spiel echt ausgeglichen war in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit habe ich zum Glück langsam meine Eier wiedergefunden. Keine Ahnung, wo ich die hinverlegt hatte. Aber ist in Ordnung. Am besten brauche ich den Ball jetzt auf Lancer. Aber ist okay, der ist nicht gecharged. Da ist ein Zor, vor dem ich extrem Angst habe. Kann Malice was machen? Nein, kann er nicht. Was bedeutet, wir lassen ihm den Ball. Er puntet ihn nach vorne. Isha no Jude.
Und jetzt rennt Torb nach vorne. Geht durch Jenkins durch mit der Hero Time und Acrobat Keep. Nach außen auf Goldie. Ist Goldie fast gecharged? Gabo hat sich gerade entcharged. Und das ist das 5 zu 2. Kann ich nichts gegen tun. Ubo ist uncharged. Der Weg ist frei und Yukimura hat Typenvorteil. Nichts zu machen. Shit. Mir ist gerade mein Nachtisch runtergefallen. Aber ist okay. Hab ihn aufgehoben. Und das ist grauenhafter Pass. Kane dribbelt und dribbelt. Als wäre er Messi, aber Cannon erinnert ihn, dass er nicht Messi ist, sondern nur ein Surfer aus Okinawa. Der Ball geht auf Lancer. Lancer nimmt alle, wie immer. Und Kishibe sollte gecharged sein. Ich glaube, der Unterschied ist, wie gut wir Lancer eingebunden bekommen in der zweiten Halbzeit. Das hat in der ersten Halbzeit echt nicht so gut geklappt. Und der Schiri beendet es, bevor wir uns an einem sechsten Tor versuchen können. Und damit war es das auch von der zweiten Runde im Inazuma 11 Deutsch Strikers Turnier. Danke fürs Zuschauen. Thank you everyone for watching. And I hope to see you all in the very next video. Bye.